Was geht's denn mal weg? Oh yeah! Somit erlegen wir unser Ziel. Und wir sind wieder in Hitman und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Wir machen jetzt dann den letzten Part, so wie es mir gerade ausschaut, von der Patientenkampagne 0 eben. Und natürlich könnt ihr immer noch voten für die Chaos-Folge. Links sind natürlich immer noch in der Videobeschreibung. Es geht, glaube ich, bis zum 30. habe ich mir das, glaube ich, den Datum gesetzt. Steht ja auch, glaube ich, bei dem Voten-Ding oben, wie lange das ungefähr geht. Bis zum 30. war das, glaube ich. Und dann werde ich mir wahrscheinlich das Ganze auswerten, mal angucken. Ich habe schon ein bisschen mal reingeguckt. Und viele wollen eben natürlich Japan, glaube ich, sehen, war das als Ort. Und Waffen war es, glaube ich, eine Shotgun oder eine Sturmgewehr, ein zum beiden. Wenn ich mir sicher, wie aktuell der Wert ist. Aber so war es lange Zeit mal. Kann natürlich sein, dass es immer noch so ist. Genau, also dann werde ich das Ganze noch auswerten. Und dann werden wir so nach eurer Meinung eben spielen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir doch erstmal mit der Patientenkampagne mal weiter. Oder spielen wir mal kurz weiter. Und gucken eben, wie es jetzt ausschaut, was wir genau machen müssen. Geht wahrscheinlich immer noch um den Virus. Good work in Colorado 47. I hope you've managed to get some sleep on your trans-Pacific flight. I'm fine. As always. Well, as you've guessed, you're en route to Japan. We've intercepted a memo indicating that local authorities have detained a man suspected of carrying an infectious disease and shipped him off to a medical facility further north. Another cult operative. That has been confirmed, yes. But even better. We believe this man is the one responsible for the development of the virus itself. His last known whereabouts match the final set of coordinates set by Nabazov's dead man's trigger. It appears he was headed for Sydney, Australia, but his arrest put a stop to that. That was fortunate. Luck has little to do with it. Passengers noticed him performing some sort of religious ritual in the airport lounge and got nervous. Police detained him for further questioning when he started showing signs of illness. Standard protocols kicked in, and he's now en route to Hokkaido. The mission briefing will be available for review in a few moments. You have two targets. First, Owen Cage, the rogue viral researcher responsible for the weaponization of the Nabazov virus. Cage was moved to the Hokkaido Gamma facility by Japanese authorities. All evidence indicates that he infected himself, intending to become patient zero. He is currently being kept alive in isolation by your second target, Klaus Liebled. An Ether Corporation scientist, Dr. Liebled is trying to extract as much information about the virus as possible before Owen Cage dies. We cannot allow Ether to succeed in reverse engineering the virus and profiting from it. Your task is simple, 47. Contain the virus by eliminating Cage and Liebled. Whatever happens, the Nabazov virus must be destroyed. We must contain it here, no matter the cost. I'll leave you to prepare. Oh yeah. Wir sind also wieder zurück in Japan. Und wir sollen auf jeden Fall den Virus damit zerstören auch. Und sowie natürlich unsere weiteren Ziele damit ausschalten. Also das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Mal gucken, wie wir uns den Ganze ausstatten können, geschweige denn, wie wir diesmal mitgehen. Diesmal gehen wir nicht als Patient schon mal rein. Diesmal gehen wir als Verkleidung wird Stadtpunkt festgelegt. Aufklärungsausrüstung. Wahrscheinlich sind wir standardmäßig schon illegal unterwegs. Aber wir können uns schon mal was hinterlegen. Und da ist eben die gute Frage, was hinterlegen wir mal wie immer? Ich wäre, glaube ich, dafür irgendwas Schallgedämpftes auf jeden Fall. Puh. Legen wir doch mal eure Waffe, die ihr am liebsten aktuell möchtet. Und dazu nehme ich jetzt mal meine Pistole mit. Ich nehme lieber einen Dietrich mit und unsere Münzen behalten wir soweit. Das finde ich doch schon mal sehr, sehr gut. Da wird auch nicht viel ändern. Und dann legen wir, wie ich sagen mal, los. Welcome to Hokkaido 47. Owen Cage is currently held in isolation in a heavily quarantined area of the hospital. He seems to be in the late stages of the infection, delirious and confused. He is also extremely contagious. Do not approach him without taking precautions. Klaus Liebled is examining Cage in his makeshift lab. I need to stress this again, 47.
The virus is absolutely lethal. It cannot be allowed to escape the facility, no matter the cost. Proceed with caution. Tja, wir sollen irgendwie reinkommen und gucken, dass wir... Kann man die Überwachungskamera nicht so kaputt machen? Nee, aber man kann sie auf jeden Fall kaputt schießen schon mal. So, egal wie, so oder so, wie ich reinkomme. Könnte ich den gleich da ablenken? Jetzt soll ich jetzt alle dagegen schmeiße? Das juckt hier leider nicht. Ist so ein bisschen mein Problem. Mal gucken, wie ich dann... Oh, das ist anders. Ah, ich habe eine Idee. Gehen wir mal nach unten. Und gehen wir hier durch das Fenster. Das wäre vielleicht eine ganz gute Idee, hier reinzukommen. Rutschen. Sehr schön. So, schauen wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall Ausstattung. Das ist schon mal klar. Ohne irgendwas kommen wir auf jeden Fall nicht voran. Listen. I've registered another infected patient. The virus is spreading. I've shared the data with you. Okay, okay. Das heißt, die wird jetzt verbreiten. Dann haben wir auf jeden Fall ein Problem, was wir lösen können. Oh ja. That suit will protect you from any risk of infection. Do you need a hand with that? Oh nein. So, wir haben erstmal ein Problem. Wir gucken erstmal, dass wir alle, die außerhalb sind, erstmal ausschalten. Und dass wir erstmal den da unten ausschalten, bevor das sich ausbreitet. Nämlich... den hier. So. Und jetzt haben wir nämlich nur noch unser Ziel. Und da habe ich nämlich auch schon eine Idee. Guten Tag. Was denn? Was meinten Sie denn? Sie meinen doch nicht mich. Lassen Sie mich mal dahin, bitte. Jetzt gehst du mal weg. Oh yeah! Somit erlegen wir unser Ziel. Oh yeah, so muss das sein. Unser Ziel wird... Will der fliehen? Oder was will der machen? Wir verstecken uns doch mal ganz kurz. Unser Ziel ist auf jeden Fall noch hier. Und solange das da ist, passiert auf jeden Fall gar nichts. Und obwohl wir so offensiv eigentlich reingegangen sind, konnten wir doch ganz gut bis jetzt fliehen oder uns verdeckt halten. Mal schauen, wie lange das halt anhält, ist halt ja auch die Frage, wie gut wir durchkommen. Also, unser Ziel rennt auf jeden Fall erstmal nicht so weit weg. Das ist auf jeden Fall gut. Und der Virus konnte mich auf jeden Fall aufhalten. Weil ich habe es gerade zwei oder dreimal versucht, so ein bisschen rumprobiert. Weil ich teste manchmal auch was vorher, so ein bisschen, wie das Ganze abgeht. Und ihr wollt nicht wissen, wie das abgeht. Fast jeder war infiziert, über 100 Leute. Also das verbreitet sich da einfach nach und nach, wie jeden neben. Und besonders, wenn dann die Sicherheitskräfte hier reinkommen. Deswegen ist es umso gefährlicher hier drin. Solange der Virus aktiv ist. Das kannst du einfach nicht, man kann es einfach nicht aufhalten. Ohne jeden abzuschlachten, genau, was zu sagen, wirklich. Was anderes ist es einfach nicht. Genau. Jetzt schauen wir erstmal, vielleicht beruhigen sie sich gleich mal ein bisschen nieder. Und dann können wir vielleicht wieder ein bisschen frei bewegen, in Anführungsstrichen. Aber noch ist es immer nicht so gut. Aber Deckel war doch ganz gut. Mit dem Feuer zerstört.
So. Ja, sie werden langsam ruhiger. Das kann ich auf jeden Fall sagen. So, ich bin nur noch kompromittiert. Das heißt, ich müsste mir eigentlich nur andere Klamotten besorgen und dann kann ich mich eigentlich schon wieder so frei bewegen. Ich glaube nicht hier, der kennt mich doch. Also er kennt mich auf jeden Fall. Gehen wir mal hier raus. So. Gehen wir hier hin, macht das Sinn? Kann man das hier wieder anders verkleiden? Nee. Hat keinen Sinn. Geht doch gar nicht so, wie ich den haben möchte. Das heißt, wir gehen jetzt versuchen, trotzdem jetzt selber halt voranzugehen. So bis zu unserem Ziel, sich zu arbeiten. Hallo. So, um telefonieren. Boah, Alter, war das knapp. Alter, habt ihr das gesehen? Das war mir knapp. Die haben das vom Nebenraum gemerkt, das Ganze. Popo. Without a hazmat suit, you risk exposure to the virus. Dann muss ich doch nochmal das Ganze anders machen. Wir machen jetzt mal aus dem Staub. So. Ja, sehr schön. So, wir suchen mal einen Ausgang. Hier raus müssen wir auf jeden Fall. Wir können nämlich hier rüber gehen, das ist auch ein Ausgang auf jeden Fall. Na, vielleicht können wir von unten irgendwo rausgehen. So. Hier zoome ich auf jeden Fall. Aber nicht jeder kennt mich, ist halt der Vorteil. Zum Beispiel unten, da kennt mich keiner. Oh ja, hat mich gefilmt, mag sein. Das stört mich aber auch nicht so. Aber wenigstens muss ich ja nicht jede Kamera filmen. Somit können wir rausgehen. Aber ich weiß wohl schon, wo wir fliegen, glaube ich. Werden. Wir schauen erstmal, dass wir die Wache davon noch umgehen. Die müssen wir nicht unbedingt alarmieren. Oh, ich glaube, die hat mich sowieso gar nicht bemerkt. Okay, scheiß drauf. Das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich das haben hätte wollen. Ich habe hier nochmal eine Kamera. Wie viele Kameras haben die hier aufgegeben im Flur? Na egal. Auch wenn hätte ich ihn gar nicht töten müssen, weil er hat mich sowieso nicht erkannt. Ich glaube, die erkennen mich gar nicht hier. Ja, war jetzt unnötig. Aber gut. Tja, damit haben wir das auch erledigt. I finished the final operations report for the client. And the weaponized virus? Destroyed. I supervised it. This was a close-run thing, 47. Nabazov's plan was brilliant. This is beyond the work of a cult. This is tradecraft. Indeed. Of course, as far as the ICA is concerned, the contract is closed. Sounds like you have some work ahead of you before I get involved. I have to go. I've acquired the target. Tja, damit haben wir eben den Auftrag auch abgeschlossen und wie man schon sieht, leider haben wir keine Bewertung bekommen, oder auf 5 Sternen, so wie man sieht, deswegen, weil wir, irgendwie die Server geht gerade nicht, die sind gerade scheinbar, werden gerade gewartet, aber gut, das ist auf jeden Fall, ist halt so, auf jeden, so, aber das stört mich auch gar nicht. Vielleicht spiele ich euch noch was, ich bin mir nicht sicher, ob ich das mache oder nicht, aber das werdet ihr auf jeden Fall sehen. Kann gut sein, dass ich euch was einspiele, nämlich, ich habe das nämlich den Auftrag 2 oder 3 Mal gemacht, probiert zu müssen, und da habe ich schon bemerkt, so, oh, okay, wenn man sich zu viel Zeit lässt,
ist der nette Herr, infiziert die Dame da drüben und die Dame infiziert den einen nach dem anderen weiter und so ist halt jetzt der Virus hier verbreitet. Und das ist dann auf jeden Fall sehr, sehr krass. Und dann ist halt die ganze Station irgendwann, ja, alarmiert. Wenn ich dann rumballer, dann kommen die Wachen nach runter und die Wachen werden infiziert und dann geht sich das Ganze weiter und weiter. Also ist aber nicht so leicht. Und deswegen habe ich sehr, sehr schnell zugegriffen. Dafür war die Folge auch nicht so lang, deswegen schaue ich einfach mal, wie ich das Ganze mache. Aber gut, halb so wild. Und dann gehen wir mal ganz kurz ins Hauptmenü zurück und gucken mal, was es sonst so Möglichkeiten gibt. Und ich glaube nicht mehr nicht so viel. Also die Kampagne haben wir ja soweit durchgezockt. Und jetzt liegt es auf jeden Fall an euch. Was wir als nächstes machen, also ihr wollt auf jeden Fall die Action-Folge, die ist geplant. Wenn ich soweit nichts mehr habe, kann gut sein, dass ich dann demnächst das Ganze angehe. Also auf jeden Fall die Folge könnt ihr immer noch das Ganze voten. Und dann ist es auf jeden Fall so, werde ich das irgendwann auswerten und dann werde ich nach euren Wünschen das Ganze durchgehen und so viel Chaos machen, wie es nur geht. Natürlich die Aufträge dabei zu erledigen und schauen wir mal. Bin selber sehr, sehr gespannt und mal gucken, was wir an sich so für Aufträge noch haben. Die Frage ist auch, was ihr denn haben wollt. Wollt ihr wirklich, dass wir den normalen Auftrag so durchmachen auf extrem krass oder wollen wir so diese Nebensache machen? Genau, gerade diesen Schwierigkeitsgrad eben auch umschalten. Was wäre denn bei Profi? Sie dürfen nur einmal pro Mission speichern. Automatisch speichern ist ausgeschaltet. Okay, alle Informationen zur Gelegenheit sind deaktiviert. Um Kameras erwischt zu werden, beeinflusst das Wertung und Punktezahl variiert. So, und die von Kameras aufgezeichnet werden. Okay. Sehr gefällt. Okay, ja. Oh. Okay, okay. Viele Objektive erregen Verdacht, wenn sie... Alter, das ist gar nicht mehr so leicht. Und Meisterschaft. Sie sind im Offline-Modus. Ah, okay. Leider haben wir jetzt keine Meisterschaft hier eben. Aber gucken. Ah, gut. Damit wäre es das auch wieder soweit. Also, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde das Ganze auswerten dann demnächst. Ich warte noch auf eure Bewertung von der Folge dann. Und dann wünsche ich erstmal euch einen schönen Tag noch. Oder wann ihr auch immer das Video guckt. Wir sehen uns wieder bei Hitman oder bei einer anderen Folge. Oder bei einem anderen Spiel. Bis dann. Euer Tiger.